also das eine ist natürlich, man darf jetzt natürlich auch am Beispiel Mackay nicht den Fehler machen, die Regierung für jede einzelne Firmenschließung oder für jeden einzelnen Insolvenzfall verantwortlich zu machen, weil das ist auch immer noch das unternehmerische Handeln, das angesprochen wurde. Aber ich glaube. Partizipationen greifen wir gleich nochmal beim nächsten Thema auf, kurz weil abschließend noch, dann geht's also die, das eben letztlich auch die Frage des Unternehmers, der die Firma führt. Ich glaube aber, dass es auch viele Beispiele gibt, dass Unternehmer anders handeln, als es bei Mackay der Fall war, dass es zum Beispiel auch Beteiligungen der Belegschaft gibt. Und ich glaube, wenn man anguckt, was an Sondertarifverträgen und allem gemacht wird und welches entgegenkommen die Gewerkschaften und Betriebsräte zeigen, also ich glaube sehr wohl, dass bereits jetzt schon in sehr vielen Unternehmen Belegschaften am negativen Firmenerfolg beteiligt werden durch einen gewissen Druck. Deshalb wäre es eigentlich auch sinnvoll, dass man das so einen Mechanismus einführt, dass es bei wirtschaftlichem Erfolg auch der Fall ist. Ich will aber auch nochmal auf das Thema der Freiheit zurückkommen, weil es ist so, dass leider so viel Freiheit dann in manchen Bereichen hier im Land dann doch nicht herrscht. Es gibt also zum Beispiel die Firma Schuler in Göppingen, die auch ein ehemaliger oder auch heute noch ein Autozulieferer ist, die ein eigenes Windrad entwickelt hat, also die Grünen lieben ja die Windkraft so sehr, ein eigenes Windrad entwickelt haben, damit selber an den Markt gehen wollten, auch selber einen Windpark aufbauen wollten, also auch in die Energieproduktion einsteigen wollten, nicht nur in die technische Produktion. Und diese Firma hat über ein Jahr lang versucht, in Göppingen in der Umgebung, wo sie ihren Standort hat, einen Standort für ihre Nullserie aufzubauen, genehmigt zu bekommen. Und das ist über ein Jahr lang nicht erfolgt, und zwar so lange, bis die Firma Schuler dann per Pressemitteilung in der vergangenen Woche erklärt hat, dass sie in diesem Geschäftsfeld nicht tätig wird. Also so sieht die unternehmerische Freiheit aus, die von der Landesregierung gelassen wird. Es ist einfach noch dieser irrationale Kampf gegen Windmühlen, der seit Teufel hier im Land von der CDU geführt wird. Ich muss das Thema leider